Yo, hi Leute, hier ist Knäckebrot mit einem kleinen Infovideo und zwar geht es um Witcher 2. Ich denke, dass es einigen Leuten, obwohl ich weiß es jetzt nicht direkt einige, sagen wir einfach mal, es ist einigen Leuten aufgefallen, dass ich sehr wenig Witcher 2 momentan hochlade. Ja, sagen wir es direkt mal, ich habe dieses Projekt zunächst einmal auf Eis gelegt. Was soll ich sagen, ich habe jetzt ungefähr 10 Stunden schon hochgeladen, ich weiß, aber es macht mir einfach nicht mehr wirklich Spaß, das Spiel. Es ist mehr schon eine Art Zwang, es für mich zu spielen. Also, es ist kein schlechtes Spiel. Das kann man echt nicht sagen. Das darf man einfach nicht sagen. Aber ich habe einfach die Lust darauf verloren, es zu zocken, sagen wir es so. Also, wir machen da andere Spiele wie Gothic einfach mehr Spaß. Auch wenn Gothic übelst oft verbuggt ist, aber das ist ein anderes Thema, das ist auch seitdem jetzt egal. Auf jeden Fall, Witcher 2 ist auf Eis gelegt und vielleicht wissen es ja ein paar. Ich habe ja drei Videos, glaube ich, waren es, gelöscht von Witcher 2 aus der Playlist und überhaupt so auch als Video. Ganz einfach, weil diese Videos ja bestimmte Inhalte, sagen wir es direkt, erotische Inhalte zeigten und ich das Risiko nicht eingehen wollte, dass YouTube mir einen Strike verpasst oder so ähnlich. Nun denn, es ist auf jeden Fall auf Eis gelegt und ich werde diese Videos, die da noch nicht hochgeladen sind, ich glaube, das sind zwei an der Zahl, die werden jetzt noch hochgeladen und ich habe sonst auch kein Videomaterial mehr, oh Gott, mehr parat, so. jedenfalls ist es auf Eis gelegt und ich weiß nicht, ob ich es jemals weitermachen werde, könnte gut sein. Aber zunächst einmal nicht. Zunächst einmal möchte ich mich dann lieber mehr auf Gothic konzentrieren, da ich mir auch bald einen neuen PC organisiere. Und ich dann nicht unbedingt die Saves übertragen möchte. Nun denn, auf die neue Festplatte und so. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir da gerne was in die Kommentare. Ich beantworte eigentlich jede Frage. Wie manche von euch schon wissen. Egal worum es geht, ihr könnt mich auch was ganz anderes fragen, kein Plan. Wie nehme ich in Full HD auf? Was weiß ich? Nur so als Beispiel. Ich bin da immer bereit, euch zu helfen. Gut, ich denke, das war's jetzt und ihr seid informiert. Bis zum nächsten Video. Ciao.